Willkommen zur Streckenvorstellung der ADAC GT Masters eSports Championship 2020. Heute stellen wir euch den Red Bull Ring vor. Die Strecke wurde im Mai 2011 wiedereröffnet und erfreut sich dank ihrer einzigartigen Streckencharakteristik mit vielen schnellen Kurven und einigen sehr guten Überholchancen größter Beliebtheit bei Fans und Fahrern. Der amtierende Champion Moritz Löhner nimmt uns auf die schnelle Runde mit. Am Red Bull Ring geht es vor allen Dingen ums Ausnutzen der vollen Streckenbreite. Durch die mittelschnellen und schnellen Kurven muss jeder Exit perfekt passen. Für die erste Kurve links den AstroTurf maximal mitnehmen, beim Scheitelpunkt den Körper ein bisschen auslassen und dann das Auto auf dem Gas Richtung Kurven-Exit ausbalancieren, um das maximale Momentum für die lange Gerade mitzunehmen. Auch für Kurve 2 wieder den AstroTurf auf der linken Seite maximal mitnehmen, das könnt ihr hier im linken Bild ganz gut erkennen. Dann unbedingt den Körper beim Kurven-Scheitelpunkt auslassen, damit das Auto nicht ins Untersteuern gerät, um dann möglichst früh ans Gas zu gehen. Den Unterschied seht ihr jetzt wieder hier am Schatten. Auf der linken Seite seid ihr einige Meter weiter vorne. Wenn ihr das bei jeder Kurve so durchzieht, dann kriegt ihr so 2 bis 3 Zehntel am Ende der Runde raus. Achtung, Kurve 3 jetzt nicht den AstroTurf mitnehmen, weil da sind Bodenwellen, das heißt, das Auto wird unruhig. Dafür aber in den Curb mitnehmen, um das Auto möglichst früh gerade zu stellen. Das Auto unbedingt auf der Bremse rotieren und wenig mit dem Lenkrad, damit ihr eben das Auto möglichst schnell gerade gestellt bekommt. Kurve 4 ist jetzt wieder relativ einfach. Weit rausfahren, früh einlenken, weit rausfahren. Kurz vor der Schikane das Auto Richtung Pylonen bewegen, kurz vor den Pylonen hart einlenken, beide Curbs innen hart mitnehmen und das Auto eben wieder am Gaspedal früh rausbewegen, um möglichst viel Geschwindigkeit aufzubauen. Vorletzte Kurve beim 75-Meter-Schild hart anbremsen, den Curb innen hart mitnehmen, sich weit raustragen lassen und dann müsst ihr entscheiden, ob ihr die Kurve früh anfahrt oder spät anfahrt. Beides geht auf jeden Fall, das hängt aber dann von der Situation ab, in der ihr seid. Wenn ihr jetzt eine 1,28 auf der Uhr stehen habt, dann war es richtig stark, 1,30 ist bombenmäßig.